So, hallöchen, herzlich willkommen. Das sind wir wieder im altbekannten Arbeitslager von Rise of the Tomb Raider. Mein Name ist Franconia. Das ist die wunderhübsche Lara. Der ist leider Gott sei Dank. Aber der ist leider gerade ein bisschen friert, deswegen laufen wir gleich weiter. Und suchen. Ah, die letzte. Das ist halt eine Höhle, ne? Deswegen brauchen wir etwas Explosives, also in dem Sinne irgendwie einen Benzinkanister oder eine Dose. Denn ihr wisst ja, es gibt nichts Explosiveres im Leben als eine Dose. So. Deswegen werden wir nochmal hier geschwind reinschauen. Aber hier gibt es wirklich auch nichts mehr. Hier gibt es leider Gottes auch nichts. Deswegen werden wir jetzt mal unser Glück weiter oben versuchen. Sauber, Lara, sauber. Ich hoffe ja, dass es hier jetzt wirklich in der Nähe eine Dose gibt. Ey, das kann es ja nicht sein, oder? Molotow-Cocktail bzw. eine Flasche bringt uns gar nichts. Da das aus Eisen besteht, diese Barriere. Deswegen brauchen wir was, was ein wenig Remi Demi mich. Da mal Dosen! Nice! Nein, jetzt hat es die Dosen fallen lassen, das Schaff. Wo ist meine Dose? Ist das? Nee, ne? Ach, da flackt sie, ey. Ohne Witz. Bitte nicht runterfallen hier. Gott sei Dank, okay. Halleluja, yes. Hat sie die Dosen noch in der Hand? Wo ist die Dosen jetzt wieder hin, ey? Ich dreh doch gleich echt am Rot. Es ist nichts zu fassen, Franconia. Es ist nichts zu fassen. So, bloß ich kann es in das Gebiet nicht mitnehmen, ey. So, da ist eine Dose. Wenn wir jetzt hier runterspringen, sind wir hier, ne? So. Da haben wir sie noch, das ist sehr schön. Ja, nicht vibrieren hier, Kollege. Bitte, bitte, bitte. Nein! Die lässt die einfach fallen hier. Ich drehe durch. Wo ist die? Also, wenn ich die jetzt theoretisch da runterwerfe, ne? Geht die dann auch weg? Ach, Jesus, nah, hat er gemeint. Ich schau mal, ich hole jetzt mir nochmal die Dose und dann werfe ich sie einfach dann darunter.
Hier theoretisch liegt sie da jetzt, ne? In dem Drecksgebüsch. Ich kriege hier echt gleich was. Ich kriege hier echt gleich was, ey, wenn das jetzt nicht klappt. Alter Verwalter. Wo ist die Dose? Hier muss es sein. Alter, da muss doch vielleicht hier wo was sein, oder? Kann ich hier aufmachen? Auch nicht, ey. Alter! Dachte ich, da ist was dabei, ist da das Licht so blöd drauf geschienen. Boah, geh mir jetzt nicht auf den Sack, ey. Ich befürchte ja, dass dann da noch irgendwas von dem Russischen dort ist, ne? Ist das doof und bitte, ey. Ja, Metallbarriere, du Trottel. Schau mal, habe ich hier was in den Optionen hier? Ach, Jesus, na. Jesus, na. Jesus, na. Okay, 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 okay. Dose, 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 Dose. Es ist doch mehr als beknackt, hat er gemeint. Hier muss doch irgendwo sein, wo du als Bombe bauen kannst. Das kannst du nicht sein. Ganz ehrlich. Da macht Square Enix oder Square Enix. Ah, das macht halt das Spiel ein bisschen, ja. Anstrengende. Genau, ich glaube, das ist das richtige Wort. Das macht das Spiel echt anstrengend. Hier ist aber auch schon keine einzige rotzige Dose da. Okay, vielleicht ist ja so, dass man im Verlauf des Spiels dann doch noch die eine oder andere Bombe herstellen können aus irgendwelchen anderen Dingen. Oder keine Ahnung, man weiß es nicht. So, was, bevor wir jetzt da wieder hin tun, jetzt nervt es mich doch wirklich. Vielleicht werde ich es da nochmal privat irgendwie zocken. Ich hätte mal im Internet schauen können jetzt, ne? Weil es mich ehrlich gesagt doch ein bisschen wurmt, ehrlich zu sein. Sowas nervt mich. Wenn ich mir was vornehme und ich kann es nicht erreichen. Aus welchen Gründen auch immer. Ja, da bin ich immer ehrgeizig. Da bin ich immer ehrgeizig. So. Nichtsdestotrotz, komm, Freunde. Uns fehlt uns aber eigentlich noch so eine brennende, ne? Okay, das können wir leider nicht mitnehmen. Ich schaue jetzt trotzdem nochmal hier nach oben, aber da ist ja nichts mehr. Eben weil ich hier nochmal auf Nummer sicher gehen will. Denn hier gab es ja unser allererstes Propaganda-Plakat. So, hier haben wir soweit auch nichts. Ich brauche halt auch noch so ein Ding, ne? So,
So, hier können wir theoretisch darüber. Ich guck noch mal nach so einem Ding, wo wir ablesen können. Hier, das haben wir, glaube ich, schon mal, ne? Jo. Sehr schön, Willy Wonka. So. Ja. Kann man mal machen. Ja, hier siehst du aber nichts, ne? Hui. So, jetzt schauen wir wieder, dass wir hier nach oben kommen. So. Nochmal kurz zur Erinnerung, hier kann man leider nichts mitnehmen. Ich finde diese Etage, die finde ich irgendwie total komisch, ey. Irgendwie so unreal. Alter Schwede. Okay. Leider Gottes finde ich es nicht. Tut mir wirklich leid. Deswegen können wir vielleicht hier noch weiter hoch. Ja, geht ja eigentlich nur noch darüber, ne? Halt! Hui! Ja, dann gehen wir halt jetzt oder machen halt jetzt diese Hauptmission. Wie gesagt, wir sehen hier noch Herausforderung geschafft, ja. Da brauchen wir auch noch das Messer für die Fahnen. Dann, wie gesagt, diese Propagandaplakate, dann Truhen. Ja, fehlt uns auch noch, denke ich mal, werden wir jetzt noch heute bekommen. Relikte haben wir, Dokumente fehlen uns auch, nur noch zwei Wandgemälde, das sind die einen Überlebensverstecke. Fehlen uns noch drei Stück. Wobei wir ja auf dem besten Weg sind. Das Versteck Nummer 19 zu finden. So, Lara, meine Liebe. Das weiß ich jetzt doch nochmal. Ich loot hier jetzt doch nochmal alles, was geht. Vielleicht findet sich dann immer zufällig irgendwie das eine oder andere. Aber hier anscheinend doch nicht. Deswegen geht es nochmal weiter, ein paar Meter nach oben. So. Wir müssen darüber. Das ist auch schon gefährlich, ne? Nein! Boah! So, ich schau jetzt mal. Ja, Freunde der Sonne. Hier geht es doch nicht so weiter, wie es mir eigentlich hätte gewünscht. So, sehr schön. Hier haben wir noch eine Truhe, wir haben aber nichts verpasst jetzt hier, ne? So, dass es das nicht speichert. Zumindest diesen Side-Fall nicht. So, wir checken mal hier die Lage. Komm, weißt du was, wir nehmen mal die Dose mit. Kann ja nie schaden. Gehen wir nochmal obligatorisch hier runter, aber hier ist auch nichts.
Ui, so. Oh, 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 warte mal kurz. Ja, später dürfen, liebe Freunde. So, entschuldige. Ja. Hier gibt es leider doch auch nichts, was uns eigentlich hier weiterbringen könnte. Blutmäßig sind wir auch sehr, sehr gut bedient. Hier geht es nochmal nach oben. Ich möchte aber doch nochmal hier rein. Aber da kommen wir wieder hier raus, ne? Jo. Oder waren wir hier schon mal? Freilich, wir sind einfach hier hoch, okay. Dann. Ja, geht's. Ups. Geht's weiter mit der Leiter? Und ich habe leider Gottes immer noch kein Plakat gefunden. Hier oben war eins gehängt natürlich. Hier bringt uns auch nichts mehr großartig weiter. Ui, hier kann man runterrutschen, das ist cool. Die Rutsche benutzen wir doch da mal gerne. So. Wieder das Seil kapern. Ui. Genau, jetzt geht's nämlich hier weiter. Bin ich hier richtig? Jo, ich bin hier nah dran. Ziemlicher Aufwand, das alles zu Mist. Sie sind schon drin. So Gott will. Das wäre fast zu einfach. Lasst mich mal das Protokoll sehen. Ich glaube, da wurde der Safe erwähnt. Jetzt dachte ich, dass Cindy dabei hängt. Ich dass die Sowjets die wertvollsten Artefakte in diesem Safe gelagert haben. Machen wir ihn auf. Wer hat den Schneidbrenner? Schon dabei. Okay, der Rest von euch nichts anfassen. Katalogisiert alle Artefakte, die ihr findet. All das hier stammt aus der Mine? Ja. Nach den letzten Meldungen wurden die Arbeiten eingestellt, als der Ort entdeckt wurde. In den Wirren unmittelbar danach muss es zum Aufstand gekommen sein. Das Zeug ist uralt. Die Schrift ist nicht russisch. Eine Ahnung, woher sie stammt? Eine Mischung aus Griechisch und Mongolisch, glaube ich. So, mein Lieber. Nicht so einfach. Da, das Ding ist zugeschweißt. Das wird ein Weilchen dauern. Ich will reinschauen, bevor Konstantin hier ist. What? Yes! Da brennt er gut. Yes! So, was haben wir hier außer Verkehrsschilder, ey? Was haben die hier für alles für Klumpen, ey? Nice! So, den Kollegen, Freund nehmen wir mal mit. Nice! Okay, die Jungs looten auch noch. Hier ist noch so ein Plakat. Yes! Ich brauche einen Molotow. Ich brauche eine Flasche. Hier war doch irgendwo eine Flasche, oder? Nein, jetzt finde ich hier keine Flaschen.
Da jetzt. Hey, spawnt mal bitte an einer Flasche. Hier ist doch eine Flasche, oder nee? Aber die Dose wäre vielleicht nicht schlecht. Das ist bestimmt noch eine neue Ding. So, mal schauen, was er dazu sagt. Okay, es bringt nichts, ne? Nein. Hier haben wir doch Flaschen. So, dann zerstören wir erstmal die Bude hier. Ach du Scheiße. Brennt hier jetzt alles lichterloh klein, ne? Nice! Yes! Nein! Wieso brennt hier auf einmal alles, ey? Zum Glück ist es nicht übertrieben hier. Jo, mit einem Headshot, du Kribbel. Gib mir Unterstützungsfeuer. Jetzt. Werde Gib mir Deckung. Nice, Kopftreffer, Baby. Das war's. Ah, jetzt brennt's aber hier lichterloh. Schnell mal abchecken hier alles. Die Jungs natürlich auch noch looten. Yeah. Killer alles. Das ist eine gute Idee, ist nach oben zu gehen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wackelt sie ab. Wo seid denn ihr, Jungs? Da bist du. Jo, das meine ich auch. Nice! Headshot, Baby, Headshot. Okay, hier wird zwischengespeichert, ist nicht schlecht. Verfluchter Mist, ich muss da runter. Verfluchter Mist, ich muss zu diesem Ding da, ne? Das ist da drüben, ich weiß nicht, ob wir hier noch entlang kommen. Ich hoffe es doch. Eieiei, jetzt brennt sie lichterloh. So, erstmal nochmal nachladen. Ich habe Sichtbestätigung. Tötet sie. Sofort. Ja, Sir. Ausschwärmen. Wir haben sie umstellt.
Eieiei. Sehr nice. Schnell alles annehmen. Ach, hier ist es noch. Hier ist es noch, aber wir bekommen hier wenigstens ein bisschen was. So, wir werfen das einmal weg. Alter, ne, ich hoffe, ich... Was ist da unten? Da ist eine Truhe, yes! Eieiei, ist das spannend. 26 Minuten haben wir, das war's schon. So, einen Moment noch mal kurz. So, entschuldige. Wie komme ich da hin? Das ist außerhalb, ne? Dieses Überlebensversteck. Ach, ich war hier falsch, Alter. Ich bin hier falsch. Wie ich sehe, ist hier doch schon ordentliches Remi-Demi hier, ne? Wird zur Gewohnheit, dass wir uns gegenseitig retten. Danke. Zum Glück sind sie okay. Ist das der Weg hindurch? Ja. Da drin werden noch mehr sein. Sie müssen das nicht tun. So leicht werden sie mich nicht los. Ich brauche noch Antworten. Dann verlieren wir keine Zeit. Jo, so Abkürzung. Finden Sie einen Weg durch den Berg? Gibt's hier? Den ganzen Weg durch den Berg. Volk hat diese Wege benutzt, bis die Sowjets kamen und anfingen zu graben. Was haben sie hier unten gefunden? Genug, um sie neugierig zu machen. Sie haben mit Dynamit und Maschinen immer tiefer gegraben. Viel Schaden angerichtet. Viele der alten Wege sind eingestürzt. Aber jetzt ist es sicher. So, entschuldige, ich will hier doch noch mal... Bevor wir hier weitermachen, möchte ich doch noch mal zurück. Kommen Sie, wir müssen weiter. Oder so verlassen. Zumindest war es das. Das klingt gar nicht gut. Trinity muss die alte Minenausrüstung gefunden haben. Sie wollen zu Ende bringen, was die Sowjets begonnen haben. Und es führt kein anderer Weg ins Tal. Ich fürchte, nein. Nicht mehr. Das macht es kompliziert. Was heißt hier, das macht es kompliziert? Ah, wie vorsichtig die da immer so durchgeht. Ah, ich finde es süß. Wenn die so weitermachen, stürzt hier alles ein. Die Sowjets haben viele der alten Wege zerstört. Diese Maschinen sind nicht für Feinarbeit ausgelegt. Wir müssen an ihnen vorbeischleichen. Ja, aber wir müssen uns beeilen. Wenn der Tunnel einstürzt, sind wir hier gefangen. Hey, hier drüben haben wir schwere Schäden. Ich glaube nicht, dass der Tunnel stabil ist. Was? Oh, jetzt muss ich aber rennen hier. Fuck. Oh, shit. Scheiße, ich kann mich leider nicht heilen gerade. Boah. So, gespeichert. Das ging ja heute schon wieder gut ab hier. Jacob. Jacob, sind Sie da? Hören Sie mich?
Das ist nicht gut. Nee, das ist gar nicht gut. Ich schau noch mal ganz kurz dahin, liebe Freunde. Ach Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, das ist noch recht übersichtlich hier alles. Ah, ich muss dahin, beziehungsweise ich muss hier rüber. Ich muss schauen, dass ich hier echt einen Speicherpunkt bekomme. Den Herausforderungen fehlt uns noch eine Truhe und fehlen uns zwei. Ja, wir müssen irgendwie in diese Höhle reinkommen. Das werden wir alles dann... Ja, da schauen wir erstmal, dass wir einen Lagerplatz bekommen, denn ich möchte hier doch dieses Überlebensversteck auch noch bekommen. Da gibt es noch einige Verstecke hier. Ich denke mal, wenn wir in die Höhle kommen, dann werden wir auch den Rest finden. In diesem Sinne, liebe Freunde, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Sag bye bye und wir sehen uns dann wieder morgen zu Let's Play Rise of the Tomb Raider. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Heute mal ist doch mal wieder actionreich. Macht's gut. Servus.